Hallo und herzlich willkommen hier bei Agassi Gaming und dem Spiel We Were Here. Und ich begrüße meinen Miträtsler und ich bin gerade hier in einem Labyrinth gefangen und er hilft mir. Vielen Dank dafür. Ja, kein Problem. Ich gebe mein Bestes. Ich habe keine Ahnung, ob das gut genug ist. Ist gut genug, aber ich bin ein bisschen verloren. Das freut mich. Okay. Wo waren wir jetzt bei der letzten Folge? Du hast den blauen Hebel. Ich habe ihn umgelegt. Ich habe ihn umgelegt. Er war blau, das ist schon in Ordnung. Ja. Ich glaube, ich habe ihn umgelegt. Das ist schon eine Woche her, ich weiß nicht mehr. Okay, ja, dann verlässt du den Raum wieder über die Treppe und hältst dich rechts. Einen Moment. Ja. Also läufst den Gang, genau. Also läufst wieder den Gang entlang und dann kommt links eine Treppe. Und dann läufst du irgendwann wieder durch ein blaues. So, Moment, ich habe den blauen Schalter umgelegt. Du musst mich jetzt nochmal. Ach so, okay. Ja, dann läufst du jetzt wieder zurück zur Treppe. Was denkst du denn? Du kannst mich aus dem Labyrinth hier rauslotsen gerade? Ja, ich bin sehr zuversichtlich. Aber ich frage mich, was das dann mit den ganzen, wie heißen sie denn hier? Mit den Fackeln zu tun hat. Okay. Wo muss ich jetzt lang? Also, ich bin beim Schalter gewesen, jetzt bin ich soweit. Oh, Junge. Jetzt reiß dich mal zusammen. Also, es ist spät. Du hast den blauen Schalter umgelegt und läufst jetzt wieder zur Treppe. Aber muss der Schalter runter? Ich habe ihn auf jeden Fall benutzt. Ich weiß es nicht. Okay, ich laufe zur Treppe. Ja, welche Treppe denn? Die Treppe aus dem Raum raus. Wieder zurück? Ja. Boah, ich bin ganz schlecht im Navigieren. So, und dann läufst du rechts in den Gang. Da kommt so ein komischer Hund. Und links kommt wieder eine Treppe. Nee, kommt's nicht. Dann bin ich falsch gelaufen. Also Moment, ich gehe mal die Treppe wieder runter auf den blauen Schalter zu. Ich drehe mich um 180 Grad und gehe wieder zur Treppe. So. Ja. Ich gehe die Treppe hoch jetzt. Navigiere mich. So, wenn du oben bist, läufst du wieder rechts. Ja. Und dann läufst du den Gang entlang und links kommt dann wieder eine Treppe. Nein. Nur wenn man links nochmal abbiegt. Okay. Ja, bin ich. Ja, aber das ist echt verwirrend hier. So, jetzt die blaue Tür ist offen. Mehr kommt ja. Okay, die blaue Tür ist offen, genau. Mehr wollte er nicht hören. Ja. Bin ich durch. Okay. Da bist du durch. Rechts eine Treppe hoch. Rechts ist eine Treppe hoch. Okay, sehr gut. Da läufst du jetzt durch ein grünes Tor, ne? Noch nicht. Wenn ich rechts nochmal eine Treppe runtergehe, laufe ich durch ein grünes. Ja, mach das. Okay. Da müsste ein roter Schalter sein. Ich suche den roten Schalter. Wo soll er denn da sein? Ich bin durchs grüne Tor gelaufen. Durch das Tor und dann auf der gegenüberliegenden. Ja, da ist einer, alles klar. Habe ich betätigt. Okay, sehr gut. Okay, dann läufst du wieder zur Treppe. Ah ja, die grüne Tür hoch. Ja. Und jetzt? Lauf mal geradeaus an der Treppe rechts vorbei, bis sich der Gang nach rechts schlängelt. Mhm. Und dann die erste Treppe links. Das ist rot, aber es ist zu. Ja, es ist verschlossen, ne? Mhm. Okay. Okay. Vielleicht muss ich zurück und nochmal. Ja, genau. Jetzt musst du wieder zurück und dich dann rechts halten. Wieso rechts? Also nicht auf das grüne Tor wieder zu, sondern halt... Ja, hab ich. Ja, und dann müsstest du durch ein blaues Tor kommen. Ne, durch ein farbloses, warte. Also erstmal geht's eine Treppe runter. Und dann ist links ein blaues. Ja, genau.
Dann durch das Blaue läufst du, dann geht links wieder eine Treppe. Ja. So. Und dann ist links von dir wieder eine Treppe, wo der blaue Schalter war, zu dich erinnerst? Nee, aber hier, jetzt bin ich verwirrt. Ich bin die Treppe runter und danach habe ich nachgedacht und war weg. Also ich bin okay, durchs blaue Tor, bin die Treppe runter und was willst du jetzt? Ein Moment. Du bist durchs blaue Tor und die Treppe runter. So, und dann folgst du einfach dem Gang und links kommt irgendwann eine Treppe. Ja, okay, geht runter. Ja? Ja. Und da ist ein blauer Schalter, den legst du um. Hab ich. Okay. So, dann gehst du wieder zurück zur Treppe und dann links. Und dann hältst du dich rechts. Geh eine Treppe hoch. Ja. Und dann wieder rechts. Ja. Und dann den Gang runter und dann wieder rechts halten. Grüner Schalter. Du bist beim grünen Schalter, okay. Ja. Sehr gut, sehr gut. Da gehst du halt wieder die Treppe rauf oder runter und dann direkt links. Wie die Treppe rauf oder runter? Ich bin beim grünen Schalter. So, jetzt. Das sind keine Treppen. Doch, da muss eine Treppe sein. Ja, hoch. Aber das ist ein grünes Tor, was verschlossen ist. Ach, das ist verschlossen. Okay, ja, dann betätige den grünen Schalter und dann müsste sich das öffnen. Und dann gehst du die Treppe hoch und dann direkt links. Rotes Tor offen, geht durch. Genau. Checkpoint reached. Sehr gut. Ganz ehrlich, Alter, ich habe keine Ahnung, was ich da gemacht habe. Was hast du denn da gesehen? Ja, das ist halt sowieso ein Labyrinth und man sieht halt, wo die Tore sind und wo die Schalter sind. Und da muss ich dich halt durchlotsen und man sieht halt, wann die Tore geschlossen oder geöffnet sind. Okay, ich bin jetzt im Freien das erste Mal im Spiel. Es schneit. Okay. Und es gibt hier mehrere Geräte. Okay, ich musste den genau... Oh, das ist ein Minispiel, warte mal. Ich muss immer genau stoppen, wenn das im grünen Bereich ist, hier, um es dir nochmal zu beschreiben. Und es lässt mich jetzt auch nicht raus aus diesem Minispiel, deswegen muss ich das jetzt eben spielen. Okay. Hab's zweimal geschafft, muss jetzt noch wahrscheinlich ein drittes Mal schaffen. Also, oh. So als deine Auflockerung, das Spielchen, ja? Nee, das gibt's doch gar nicht. Ich bin ein bisschen zu blöd dafür. Ich mach's nochmal. Das macht nichts. Doch, das macht mir was. Wusstest du, dass das Spiel keine Speichernfunktion hat? Echt nicht? Das ist das Schlimmste. Ja, aber da stand da nicht gerade Checkpoint gespeichert. Checkpoint reached, aber ich weiß nicht, ob das speichert. So. Das wäre schon ein bisschen blöd, oder? Ich bezweifle das, weil wenn man ja einen Server aufmacht, da war nichts mit Speicherstand. So, meine Vision ist jetzt voll durchgefroren. Ich sehe nichts, das könnte darauf... hier ist ein riesiges Schachspiel. Übrigens, ne? Okay. Und ich kann die Schachfiguren aber nicht nehmen. Aber ich friere mir hier gerade den Po ab. Ich kann hier wirklich nichts machen und ich sehe auch immer schlechter. Also ich kann hier was machen. Ich habe dieses Minispiel gespielt und seitdem ist meine Sicht zugefroren. Also super, ne? Hätte ich mal nicht gemacht. Hat einen Ofen angemacht. Und da ist ein Knopf. Den habe ich jetzt gedreht. Was macht es jetzt? Ist bei dir irgendwas passiert oder so? Nicht, dass ich bemerkt hätte. Okay, jetzt kann ich die Schachfiguren benutzen. Ich kann die weißen Schachfiguren auch bewegen. Du hast doch da irgendwas mit Schachzügen und sowas. Ja, ein Film im Projektor, den ich aber nicht anschmeißen kann.
Ich kann hier wirklich Schach spielen. Also, ich kann die Bauern bewegen. Okay. Beziehungsweise, ich konnte einen bewegen. Und jetzt, ich sehe immer weniger, ne? Jetzt mal ohne Witz, ich glaube, ich erfriere. Kannst du mir helfen? Ich sehe fast nichts mehr. Nö. Nö, sag denn einfach nur nö. Ich sehe fast nichts mehr. Irgendwie, ich sterbe. Ich habe den Bauern bewegt und jetzt ist einfach nichts mehr los. Jetzt kann ich auf der anderen Seite einen Bauern bewegen. Vielleicht muss ich einen schlagen oder so. Ich schlag die Schläche. Okay, das hat nicht funktioniert. Oh, warte. Hilf mir bitte. Ja? Bitte, ich bin wirklich am Sterben. Bitte. Bitte, junger Mann. Bitte, ich friere so. Ah, ich habe den Projektor angekriegt. Boah, du bist mich doch verkackeiern hier. Alter, ich sterbe. Ich sterbe. Okay. Hilf mir. Ich weiß nicht, was passiert, wenn man stirbt in dem Spiel. Oh Gott. E2 auf E4. Ich habe leider Mist gebaut. Ich kriege die Schachfigur nicht zurück und ich sehe fast nichts. Okay. Ich muss irgendeinen dummen Zug machen, damit das hier stoppt. Okay, alles klar. So, wo ist E2? Wo soll ich denn das wissen? Wo ist denn E beim Schachbrett? Ey, hilf mir, ich sehe gar nichts mehr. Die Sicht ist jetzt wirklich weg. Okay, ach du Scheiße. Okay. Der Projektor ist mega laut. Scheiße, ich glaube nicht, dass ich das noch packe. Echt nicht. Oh Gott, das waren super viele Züge. Warte mal, womit hast du angefangen? Mit Weiß? Ja. Okay. Aber ich sehe nichts mehr. Ich weiß nicht, wie ich das noch lösen soll jetzt. Okay. Wie kann ich denn das wieder... Kannst du ich werde wahrscheinlich sterben jetzt. Kannst du irgendwie zum Ofen gehen, um dich aufzuwärmen? Ja, habe ich auch gedacht, aber ich sehe gar nichts mehr. Und ich weiß noch nicht mal, ob das ein Ofen ist. Sah so aus. Ey, wie übel ist das denn jetzt? Ich sehe nichts mehr, meine Damen und Herren, ich sehe nichts. Ich kann wirklich nichts sehen. Ich sehe nur in der Mitte ein ganz klein bisschen. Zeit für einen guten Optiker. Brille, Fielmann. Ja. Okay, pass mal auf, jetzt zerfriert meine Sicht noch mehr. Vielleicht bleibt es auch einfach nur so jetzt, keine Ahnung. Aber ich habe halt wirklich nur einen Ausschnitt von so groß wie der Boden meiner Fösslauer Flasche. Versuch mal irgendwie zum Ofen zu gehen vielleicht. Nee, ich kann das noch nicht mal sehen, wo der blöde Ofen ist. Ich sehe nichts mehr. Ich sehe das Schachbrett noch so ungefähr, aber da Kombinationen einzugeben, halte ich doch für etwas schwierig. Warte mal. Musst du da Kombinationen eingeben, oder? Nee, ich muss halt diese riesigen Schachfiguren kann ich halt bewegen. Okay. Das ist kein Ofen, das ist nur ein Generator oder sowas. Okay. Okay, ich kann versuchen, die Schachaufgabe zu lösen. Sag mir einfach, was ich machen soll, aber ich kann mit E und so nichts anfangen. Du musst mir wirklich sagen, hier sind halt keine Buchstaben und Zahlen. Oh Gott, okay. Ja, das wird schwierig dann. Okay, ich schmeiß den Projektor nochmal an. Huch. Froze to death. Ja. Okay, retry from checkpoint. Dafür ist der Checkpoint. Okay, das heißt, wir müssen das jetzt ein bisschen schneller schaffen. Ja, das geht aber nicht schneller. Naja, aber jetzt gleich sehe ich es ja. Länger. Okay. Ja, ich beeile mich. We'll be right back.
Treppe nach oben. Meine werten Zuschauer bei YouTube, ich bedanke mich für das Zuschauen. Das war wieder eine coole Folge. Man sieht, ich friere ein. Wahrscheinlich werde ich gleich wieder vom Checkpoint restarten müssen. Ich hoffe, dass das öfter geht. Ich würde sagen, wir sehen uns einfach in der nächsten Folge und ihr werdet dann endlich lernen, wie man Schach spielt. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.